Sehr gut. Ja, ich glaube, das ist wieder dieses typische Phänomen mit Englisch, Deutsch, hast du nicht gesehen, ne? So, jetzt können wir ihr die Blumen geben. Ein Topf voller lila Stiefmütterchen und meine blühen noch nicht mal. Fräulein Flitter, wenn Sie sich die Stiefmütterchen nur kurz ansehen würden, dann glaube ich Sie... Ich habe es Ihnen gesagt, Herr Wallace. Ich gönne diesen gelben Tunichtguten die Befriedigung nicht, dass sie... Oh, lila! Sehen Sie, Sie haben es eingesehen. Es musste nur mal jemand ein deutliches Wort mit Ihnen reden, das ist alles. Mami verzeiht euch, ihr schlimmen kleinen Stiefmütterchen. Süße Genugtuung, Herr Wallace. Ja, süß ist wohl das richtige Wort. So, jetzt müssen wir wieder runter, ne? Oder? Ja, ne, nicht das da. Wir müssen den dämlichen Riegel wieder besorgen. Oh. Wir dürfen also nicht aus dem Raum raus, ohne den Riegel zu benutzen. Siehst du, gefreiter Gromit? Ich sagte dir ja, er schafft es zurück. Unser Wallace ist ein Kämpfer. Sie haben sich ein paar dieser Biester vorgeknöpft, was? Na klar. Wer auch immer diese Biester sind. So, ich will einen neuen. Ob ich Sie wohl kurz stören dürfte? Denn ich brauche... Einen meiner Proteinriegel? Ich dachte zwar, ich hätte Ihnen schon einen gegeben, aber was soll's. Wirklich nett von Ihnen. So, jetzt... Wie kann ich das jetzt hier... Ich überprüfe lieber nochmal das Rezept. Ja, das war alles. Proteine, Energide und Potentium. Alles, was man für eine 1A-Wachstumsformel braucht. Oh, warte mal. Wie kriege ich das Zeug hier raus? Wie war das mit dem Benutzen? Ich muss dir doch bestimmt gleich wieder essen hier, oder? Halt! Nun geht es wieder ins Gefecht, wie? Das nenne ich Schneid. Haben Sie Ihren Proteinriegel gegessen? Sie werden es mir danken, wenn Sie in Gefangenschaft geraten. Der Himmel weiß, was Sie Ihren Gefangenen zu essen geben. Nun auf und kehren Sie mit Ihrem Schild zurück. Oder darauf. Na toll. Wie sieht es oben aus? Feuer und Zerstörung, soweit das Auge reicht? Verdammt, ich wünschte, ich wäre dort. So, ich brauche noch mal hier... Noch einen Proteinriegel? Ja. Ja, Sie müssen wissen, dass... Das ist jetzt aber der letzte. Wie kriege ich den... Kann ich den schon so tun, als ob ich den esse oder so? Hat schon einen. Ah, da ist die Luke vom Raumschiff. Erinnerst du dich noch an unseren kleinen Mondausflug, Gromit? Käse. War so eine schöne Folge. Also, Fernsehen, ne? Das lohnt sich nicht. Tja.
Was mache ich jetzt damit? Der macht mich doch hier gleich wieder fertig. Man muss sich irgendwie von dem Gemetzel da oben ablenken. Ja. Wollen Sie nicht noch eine alte Kriegsgeschichte hören? Ja. Dabei vergeht die Zeit wie im Fluge. Nun, so ungern ich... Aber natürlich wollen Sie. Ich habe originales Bildmaterial mitgebracht. Ich sehe es noch genau vor. Wer ist der Kamerad? Das bin ich als junger Rekrut bei der Grundausbildung. Wie weinte ich, als meine goldenen Locken fielen. Aber die wunderschönen Hundemarken haben mich sofort getröstet. Unglaublich nützlich, diese Erkennungsmarken. Wann immer man Rang oder Namen vergisst, kann man rasch nachsehen. Ziehen Sie nie ohne Ihre Hundemarke in die Schlacht, Wallace. Eine Bombe hochging. Ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich eine Bombe war. Es kann natürlich auch eine Fehlzündung gewesen sein. Könnten wir es jetzt schaffen? Luftballon. Moment! No. Ihr Proteinriegel. Nur Mut, Mann! Nur Mut! Wie werde ich denn den... Warte mal, hier hinten waren... Eine Einheit flüssiges Energiet als sarniger Abschluss. Vielleicht muss ich... Nee, geht nicht. Aber wetten, ich kann das nicht mitnehmen. Eine Einheit Potentium, rein in die Mischung. 66,6% der Muskelfix-Wunderformel sind fertig. Okay, geht nicht. Nur noch ein Schuss Groteine und die Formel ist fertig. Und für die Groteine, wie komme ich denn da ran? Der mächtige Krieger kehrt zurück. Hören Sie mit dem Herumgetigere auf, Wallace. Sie machen die anderen Männer nervös. Warte mal. Nee, hinten reicht aus. Vielleicht muss ich den rausschmuggeln. 66. Nein. Nur noch... Da wollte ich nicht hin. Da. Ich habe gerade nichts, was ich da reinpacken kann. Oh. Der mächtige Krieger kehrt zurück. Ob ich vielleicht wohl muss ich ihn flüssig machen dürfte, denn ich brauche einen meiner Proteinriegel. Ich dachte zwar, ich hätte Ihnen schon einen gegeben, aber was soll's. Wirklich nett von Ihnen. Das wäre nicht sehr klug. Gromit, alter Kumpel, schieb mir den Groteinriegel rüber, den Major Crumb dir gegeben hat. Das wirst du nicht tun, gefreiter Gromit. Sie haben Ihren täglichen Groteinriegel schon erhalten, Wallace. Ich lasse nicht zu, dass Sie den Soldaten einen weiteren abschnorren. Ah, warte mal. Meine Arbeiter sind ihrer Königin zutiefst ergeben. Komm hier, los. Der reagiert nicht. Moment, ihr Proteinriegel.
Nur Mut, Mann, nur Mut. Was könnte ich denn machen? Was könnte man machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wir kriegen das nicht raus. Der mächtige Krieger kehrt zurück. Noch einen Proteinriegel? Ja, Sie müssen wissen, dass... Das ist jetzt aber der letzte. Kann man irgendwas mit den Bienen machen? Hier wäre mal ein ordentlicher Frühjahrsputz fällig. Was für ein Gesicht! Das bin ich in schwerer Gefechtsmontur. Der Helm hat einige Macken abbekommen, ehe der Krieg vorbei war. Ohne ihn wäre ich sicher übergeschnappt. Ich sag's Ihnen, Wallace, gehen Sie niemals ohne einen vorschriftsmäßigen Helm wie diesen hier auf dem Bild ins Gefecht. Augen waren so groß, so flehend. Und da war ich. Das ist alles hochinteressant, Major Crumb. Aber ich wollte Sie noch fragen... Bitte, Wallace, ich bin mitten in der Geschichte. Schöner Anblick, das sage ich Ihnen. Im Krieg können einem Mann die absonderlichsten Unfälle widerfahren. Schnell, Gromit, den Proteinriegel. Ich habe Sie gewarnt, Wallace. Solange ich befehlshabender Offizier dieses Luftschutzbunkers bin, erhält jeder Anwesende einen Proteinriegel am Tag. Und Sie haben Ihren schon gehabt. Eine Bombe hochgehen. Ich bin nicht ganz sicher. Welch ein Anblick! Das bin ich, mit meiner Mutter neben meiner 40 mm Bofors. Sehen Sie sich dieses Monstrum an. Wurde Dicke Daisy genannt. Die Kanone, nicht meine Mutter. Klingt, als wären Sie ein echter Soldat gewesen, Major Crumb. Gewesen? Wallace? Was soll die Vergangenheitsform? Oh je. Einmal Soldat, immer Soldat. Das werdet ihr Zivilisten niemals begreifen. Ich wäre froh, den Beweis anzutreten, indem ich mich in die Schlacht stürze. Das heißt, wenn ich nur Hundemarken und einen vorschriftsmäßigen Helm hätte. Ach so, ich hab doch alles. Zum Donnerwetter, ich bin wieder Soldat. Der heilige Georg ist bereit für seinen Drachen. Und doch, die Pflicht gebietet mir, hier auszuharren. Niemand sonst kann die Proteinriegel bewachen. Verwünschtes Pflichtbewusstsein. Ich kann die doch bewachen. Ich kann mich gerne um die Proteinriegel kümmern. Sie? Nehmen Sie es mir nicht krumm, Wallace, alter Knabe, aber Ihre Eignung als Offizier ist doch mehr als fraglich. Wenn wir hier wieder rausgehen, kriegen wir den Riegel wieder ins Gesicht gequetscht. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche Blumen für meine Maschine, Major Crumb. Sie läuft mit Blumenenergie. Sie sind nicht zufällig einer dieser verflixten Hippies, Wallace? Warte mal, vielleicht... Welch ein Anblick! Das bin ich, mit meiner Mutter neben meiner 40 mm Bofors. Sehen Sie sich dieses Monstrum an. Wurde Dicke Daisy genannt. Die Kanone, nicht meine Mutter. Hm.
Was für ein Gesicht! Das bin ich in schwerer Gefechtsmontur. Der Helm hat einige Macken abbekommen, ehe der Krieg vorbei war. Ohne ihn wäre ich sicher übergeschnappt. Ich sag's Ihnen, Wallace, gehen Sie niemals ohne einen vorschriftsmäßigen Helm wie diesen hier auf dem Bild ins Gefecht. Jetzt erzählt er Ihre Schwere. Wer ist der Kamerad? Das bin ich als junger Rekrut bei der Grundausbildung. Wie weinte ich, als meine goldenen Locken fielen. Aber die wunderschönen Hundemarken haben mich sofort getröstet. Unglaublich nützlich, diese Erkennungsmarken. Wann immer man Rang oder Namen vergisst, kann man rasch nachsehen. Ziehen Sie nie ohne Ihre Hundemarke in die Schlacht, Wallace. Gromit könnte die Aufgabe übernehmen. Oh. Der gefreite Gromit? Kann ich meinen kostbaren Vorrat an Proteinriegeln einem Infanteristen anvertrauen? Vermutlich. Er hat sich als zuverlässiger Fußsoldat erwiesen. Ja, wenn ich an die Front gerufen werde, übergebe ich am besten dem gefreiten Gromit das Kommando. Alle Wetter! Ich sollte mich nicht feige wie eine Ratte im Keller verkriechen. Ich bin Soldat, zum Kuckuck. Gefreiter Gromit, ich ernenne dich hiermit zum befehlshabenden Offizier in diesem Luftschutzbunker. Hier, du teilst die Rationen aus. Ich habe einen Krieg zu gewinnen. Attacke! Alle bekloppt. Alle bekloppt. So, jetzt. Jetzt können wir endlich hoch. Oh. Und ich dachte, wir hätten uns hier was vormixen können, ne? Und dann hätten wir den Mixer mitgenommen. Ein großes Stück Protein, damit das Ganze Substanz bekommt. Mhm. So, dann stelle ich mir mal meine eigene Muskelfix-Formel zusammen. Das sollte hinhauen. Oh, nee. Nein, der Mixomat hört nicht mehr auf zu mixen. Halt! Halt! Hilfe! Gromit! Danke, alter Freund. Zu selbstständig, der Hund. Viel zu selbstständig. Sehen Sie nach, ob schon etwas sprießt, Herr Wallace? Macht sie sich lustig? Fräulein Flitter. Wirklich? Ich verstehe nicht, was Sie erwarten. Wow. Nicht zu glauben. Es klappt. Meine selbst zusammengebraute Muskelfix-Wunderformel wirkt. Wir sind im Geschäft, alter Freund. Siehst du, Gromit? So weit kommt man mit einem Quäntchen Unternehmergeist. Hätte ich den Reklamezettel nicht gefunden, den du in den Mülleimer gesteckt hast, hätte ich nie meine Wunderformel zusammenstellen können. Und wo stünden wir dann jetzt? Du musst in Zukunft wirklich besser darauf achten, was du wegwirfst. Ich, heiliger Bimbam. Ach du lieber Himmel, ich glaube, ich werde ohnmächtig. Da, aber das ist doch hier. Komm, nimm mit. Das dürfte mehr als genug Treibstoff für den alten Extraktor sein. Ich glaube, dann könnten die. Ob da dann wirklich. Was waren das? 250 Liter oder Fässer? Wie viel Pollenstaub muss es sein, dass da 250 Liter rauskommen? Ach, das ist einfach fantastisch! 250 Liter Honig, pünktlich auf die Minute zu meinem jährlichen Sauerteigfladenfestival! Es ist eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Wallace! Unsere flotten Bienen, immer emsig. Das war die letzte Rechnung, Gromit. Es sollte genügend Geld für unseren kleinen Urlaub übrig sein. Dieses Jahr würde ich gerne nach
Blackpool fahren. Ja, mein alter Freund. Ich denke, unsere Geldsorgen sind endlich Vergangenheit. Alarm! Alarm! In oh Gefechtstellung! Nicht schon wieder! Exzellente Ausgangsposition. Bereitet euch auf die Bruchlandung vor, ihr Teufel! Entschuldigung, Wallace, aber ich muss Ihr Esszimmer beschlagnahmen. Jetzt aber Moment mal, Major Crumb. Keine Zeit für Diskussionen, alter Kamerad. Die ganze Stadt ist unter Beschuss. Aber da kommen sie! Wow. Heiliger Bienenstock, Gromit. Riesenbienen. Der Himmel möge den braven Bürgern in der West Wallaby Street beistehen. Zivilisten raus! Aber... Das ist ein Befehl, Wallace. Gefreiter Gromit begleitet diesen Zivilisten freundlicherweise aus dem Gefechtsgebiet. Okay. Jetzt schießt er. Okay, er hat Munitionskiste unten runter. Für Königin und Vaterland, Soldat. Gütiger Himmel, Gromit. Du glaubst doch nicht, dass diese Ungeheuer etwas mit unseren Honiggeschäften zu tun haben könnten, oder? Oh, heilige Hummel! Meine Wachstumsformel, sie hat nicht nur auf die Blumen gewirkt. Ich hoffe, da hat sich nur jemand in der Tür geirrt. Noch mehr schlechte Nachrichten ertrage ich jetzt nicht. Ja, Herr Penier, ich verstehe Ihre Aufregung. Headset. Ein Luftangriff durch eine Riesenbiene ist natürlich nicht gut für das Geschäft. Wir tun alles Menschenmögliche, um die Lage in den Griff zu bekommen. Mit dem Ton los. Der reguläre Honiglieferdienst wird so bald als möglich wieder aufgenommen. Mhm. Mit normal großen Bienen. Versprochen. In der Suppe ist eine Riesenfliege gelandet, mein Freund. Fliege? Und sie hat die Form einer Biene. Sie übernehmen die Herrschaft über die Stadt. Es wird Zeit, dass ich ihnen professionelles Verhalten beibringe. Schließlich bin ich ihr Arbeitgeber. Oh mein Gott. Au! Was? Sie hören nicht auf mich. Sie sind völlig außer Kontrolle. Dieses Honiggeschäft ist wahrlich kein Zuckerschlecken. Oh! Tu doch etwas, Gromit! Hallo! So viel zu selbstständig. Von unseren Ach, Wachtmeister Dibbins! Ja, Gabberly hier. Ich krieg nur ungern zu Kreuze, aber gestern habe ich mich doch im Ton vergriffen. Die alberne Schießbudenfigur ging wirklich zu weit. Was ich gesagt habe, nehme ich zurück. Hier sind doch eigentlich alle froh, dass so ein Juwel bei uns in der Nachbarschaft wohnt. Hey, Moment! Was ist denn das? Ah! Verdammte Riesenbienen! Beim Bruchband meiner Großmutter! Es gibt weit und breit nur einen einzigen Trottel, der dafür verantwortlich sein kann. Dabei hat er sich doch gerade entschuldigen wollen. Das Ding ist auch hochgeploppt hier. Aber die gute Nachricht dabei ist... Vorsicht mit dem automatischen Pfannkuchenwender, mein Junge. Der Auslöser ist sehr empfindlich. Die Pfannkuchen springen manchmal überraschend. Okay. Das wusste ich nicht. Verstehe. Aber die gute Nachricht dabei ist... Bauen wir jetzt sowas wie eine Verteidigungsstellung auf, oder was? Ich könnte...
jetzt auch das Ding. Das hier? Nee. Kommen wir da jetzt endlich rein? Nee. Ja, das hilft. Das hilft, was sie da macht. Sie hat schon Akku, die Biene. Cricket ist es nicht. Ah, okay. Mir ist durchaus nicht klar, inwiefern dieser Gartenzwerg hilfreich sein kann. Nicht mal seinen kleinen Cricket-Schläger hat er mehr. Also wirklich, spielt er mit Gartenzwergen, während die West Willoughby Street angegriffen wird? Jetzt hör mir mal zu, mein kleiner Wauwau. Wauwau. Ich werde gefangen gehalten. Hier auf dem Baum. Von Riesenbienen. Ach. Verstehst du? Du musst deinem Herrchen eine Nachricht von mir bringen. Er muss mir hier herunterhelfen. Kannst du ihm das ausrichten? Warte mal. Gib ihm das hier. Es ist eine Nachricht. Das Augendrehen. Als ob man das nicht verstehen würde. So, was haben wir hier? Nicht? Okay. Ah. Okay. So, was haben wir noch? Da nicht. Was haben wir hier? Hier war der Dings, der Major, ne? Gefreiter Gromit, draußen sieht es finster aus. Okay. Sehr gut, Soldat. Stabilisiere mir das Fadenkreuz. Oh. Treffer! Okay. Hab dich. Oh. Okay. Farewell, Sir. Oh, hätte doch mal rennen können. Ach, der da drüben muss ich's erwischen. Und ist Dreck dagegen, das stimmt. Okay, jetzt war bist du wieder dieselbe. Farewell, Sir. Mist.
hab dich! Farewell, Sir! Okay, warte mal. Halte durch, Soldat! Die West Wallaby Street braucht dich! Ja. Hier, warte mal. Hast du deinem Herrchen die Nachricht gebracht? Nö. Oh, du böser Hund. Was? Tu, was Fräulein Flitter dir sagt und du bekommst eine Belohnung. Na toll, nö. Warte mal. Neues von der Front? Wir zeigen es denen so richtig wie. Guter Mann, gefreiter Gromit. Hilf mir, diese Bestien vom Himmel zu holen. Farewell, Sir. Hab dich. Farewell, Sir. Mist, wie krieg ich die denn? Das wird zu schnell da hinten. Komm hier vorbei. Hab dich! Nein, das geht nicht. Farewell, Sir. Das ging nicht, warum nicht? Ist doch doof. Oh. Ah. Hab dich. Hab dich. Was auch immer da gemacht werden muss. Ah, ich glaube, das wäre jetzt der Moment gewesen. Warte mal. Warten wir nochmal auf die Biene hier. Ab in den Mülleimer der Geschichte, Weibchen. Ja. Genau da gehört er hin, der Feind. So, jetzt brauchen wir noch den letzten.
Aha. Dachte ich mir, dass die Technohose noch was damit zu tun hat. Okay, ich verstehe. Ja. Kommen wir nochmal raus. Da ist der Teufelsbraten im Sack. Du hast keine Chance, Schmeißfliege. Yes. Hast du das gesehen? Direkt aus dem Himmel geblasen. Das wird ihnen eine Lehre sein. Für dich sicher ein aufregendes Schauspiel, gefreiter Gromit, was? Ja. Ach, ich fühle mich wieder so jung. Das muss gefeiert werden, Gefreiter. Wir treffen uns in 20 Minuten in der... So, na, gucken wir mal, ob wir Wallace da den Stink geben können. Wo ist er denn? Achso, der ist ja hier. Herr Verlier meinte, Sie müssen etwas dagegen unternehmen. Ja, ich kann Sie von hier sehen. Wir fliegen hier überall. Ja, schön, Gromit. Falls du es noch nicht bemerkt hast, wir haben hier ein Bienenproblem. Oh ja. Und ich rede gerade mit Wachtmeister Dippins. Du kannst mir deine Kunstwerke später zeigen. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. So. Gute Nachricht dabei ist. So schlimm, ja? Ach, hier ist ja auch noch was, ja. Können wir nach unten gehen? Warte mal. Die Fernsteuerung. Okay, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen Käse besorgen. Den Käse schmeißen wir von oben rauf, von der Dings da, ne? Von dem Kellerloch, dass die Maus dann da oben hinrennt. Ich habe Bescheid gegeben, muss noch ein bisschen warten. Der kommt nachher, der rettet dich bestimmt. Hilfe! Hier spricht der Panier! So ruft doch jemand die Polizei! Hilfe! Diese Monster, sie sind überall! Okay, oh, da ist der Käse, brauche ich. Ganz schön aggro. Wo ist der Kopf? Was wollen Sie? Ach, Sie sind es. Sagen Sie nichts. Sie wollen, dass ich etwas gegen die Riesenbienen unternehme. Wir sind an dem Fall dran, ja. Diese summenden Schurken werden das Gesetz mit voller Wucht zu spüren bekommen. Das steht fest. Aber, Okay. Nun, es ist kompliziert. Mir fällt spontan kein besonderer Anklagepunkt ein. Da steht nichts über Riesenbienen im Strafgesetzbuch, soweit ich weiß. Aber seien Sie beruhigt, ich suche weiter. Ach, und sagt deinem Herrchen, dass es etwas vergessen hat. Es war noch Käse da, aber den habe ich mir für mein Brot aufgespart. Fairer Ausgleich für den Ärger, den ich hatte, finde ich. Hm.
Oh,